Willkommen zurück auf Minibrunnen. Wir spielen Landwirtschaftssimulator und unsere Aussaat ist so gut wie durch. So, der Düngerfutzi ist leer. Mal gucken, ob ich hier noch was habe. Nö. Aber es ist alles gedüngt. Ja, alles gedüngt. Alles ausgesät. Der sät noch fröhlich. Perfekt. Sehr gut. So, dann werde ich den jetzt hier mal in die Ecke stellen und mal zusehen, dass ich meinen Fuhrpark heute sortiert bekomme. Zum Beispiel mal die Frage stellen, wann habe ich diese John Deere da drüben eigentlich das letzte Mal benutzt? Die können doch eigentlich weg, oder? So, apropos können weg. Ich werde erstmal die Schweine machen. Das schiebe ich jetzt schon 150 Folgen vor mir her. Aber die brauchen langsam mal wieder Stroh und Wasser. So. Dann sind die Tiere wieder glücklich. Dann habe ich auch wieder Zeit für andere Sachen. Maschinen können warten, die rosten nur. Aber meine Tiere, ha, da wird mir keiner vorwerfen können, dass ich sie nicht gut behandle. So. Das war's? Gut. Und Stroh war hier. Alles klar. Au, der braucht noch mehr Stroh. Alles klar, dann werde ich bei Gelegenheit nochmal wiederkommen müssen. Aber wenigstens ist der Unimog jetzt leer. So. Halt. Wie wäre es, wenn wir den vorher mal auffüllen? Darf ich ja auch nicht vergessen. So. 10.000 Liter Wasser. Die werden wir nämlich brauchen. Wenn es das nächste Mal an die Kartoffeln geht. So. Alles klar. So. Und jetzt würde ich sagen, fahre ich den ganzen Krempel hier zum Shop. Vielleicht? Naja, wobei, die Felder, bis ich die Felder groß gemacht habe hier, kann ich hier einen John Deere einsetzen. Vor allem hier bei dem Feld. Ja. Eine John Deere behalte ich. Aber die zweite, die geht weg. Hat gute Dienste geleistet, aber kommt jetzt zurück zum Händler. So. Du wirst repariert und du wirst verkauft. Alles klar, danke. 3.000 Euro. Wie geht's dir?
Lass mich mal schnell gucken. Ah, der hat doch genug Kartoffeln. Okay. Das Ding hier, das nutzen wir eigentlich nicht mehr. Hat auch ausgedient. So. So teuer ist das Ding ja nicht. Wenn wirklich mal noch Bedarf besteht, kann ich es ja noch wieder kaufen. Kaufen. Jawohl. Jetzt habe ich schon 213.000 zusammen. Das heißt, unser New Holland rückt näher. So. Und ich werde mal wieder anfangen, hier Gras zu mähen. So, 33.000, 133.000. Okay. So. Hier sind wir fertig. Schwupp. So. Wie sieht's aus? Alles perfekt, alles perfekt. Der ackert doch fröhlich vor sich hin. Gut. Tiere sind glücklich. Hühner sind glücklich. Maschinen. Oh. Horsch Maestro und Vitois Integrale. Okay. Horsch Maestro ist da hinten. Oh, da hängt ja noch einer davor. Ist das der Horsch Maestro? Ja, Horsch Maestro. Ab zum Shop damit. Das Ding hat es bitter nötig. So. Also, den können wir reparieren. Den können wir reparieren. Oh ja. Den können wir reparieren. Alles klar, danke. So. Den werden wir aber erst das nächste Mal gebrauchen. Warte mal. Der ist doch hier vorne voll, wa? Hör mal, Freundchen. So. Und hier müsste noch mehr drin sein.
Ja, dachte ich zumindest. Warte mal. Kann ich den hier entladen? Nein. Doch, da, I. So. Aha. So. Genau. Dann hätte ich mir das Umkoppeln sparen können. Das sollte jetzt reichen. Und Harvey, hab Spaß. Und der hier kann wieder nach Hause fahren. So, den werden wir nämlich gleich wieder auffüllen. Bremsen. Nein, nicht Dünger. Da sollte Dünger rein? Nee, Saatgut. Nicht genug Platz. So. Genau, so. Hier kommt der Dünger rein. Und das Saatgut. Okay. Jetzt stimmt das. Und jetzt können wir das Ganze hier abstellen wieder. So. Und jetzt darf ich natürlich nicht vergessen, ich muss die Dinger hier wieder rüberpacken. Aber das geht schnell. So. Und ab damit wieder. Gut. So, jetzt muss ich zur BGA. Und zur BGA brauche ich den Tanktruck. Wo ist denn der? Ah, okay. Wow. Der hier hat auch ganz schön gelitten. So. Mal gucken, welche Farbe der hat.
Ich glaube, der war mal blau. Ach, guck mal, wie der sich abgenutzt hat. Das ist kein Dreck, das kann ich nicht wegwaschen. Da muss ja wahrscheinlich mal repariert werden. So. Dann fahren wir mal den Tankauflieger holen. Und fahren dann die Gülle zum BGA. Und gucken mal, ob die Gärreste haben. Es gibt ja ModHub ein schönes Kammerspaket. Da ist ein etwas kleinerer Tankauflieger bei. Ich habe mir überlegen, ob ich das Ding mal ausprobiere, aber momentan habe ich ja den großen hier. Und zur Not habe ich ja noch den orangen, den Drehschemel. So. Oh, die kann ich ja gar nicht auffüllen. Die kann ich hier gar nicht auffüllen. So ein Mist. Lohnt sich das überhaupt? Was habt ihr denn? Gülle. 600 Liter. Und hier sind 17.000. Gut, dann bringe ich die 17.000 jetzt zur BGA und hole dann die Reste ab. Wie kommen denn da rüber? So. Und 15, 16... Und 17.000, danke. So. Und wir sind wieder on the road again. Gut. Hopp. Und rein hier. Hey, hey, hey. Was war das? Ach, warte, der verarbeitet ja immer noch 37.000 Silage. Junge, Junge, Junge. Dachte, der ist schneller. So. Klingt gut. Damit können wir dann schon wieder die nächsten Felder düngen.
Aber damit haben wir ja noch Zeit. Das ist erst nach der Ernte. Apropos Felder, wie weit bist denn du? Letzte Drittel. Naja, letzte Viertel, sagen wir mal. Ja. Und die Kartoffeln reichen jetzt. Gut. Du bist fertig? Dann fahren wir rüber. Da kann ich gleich mal gucken, wie viel Gärreste wir überhaupt noch haben. Zumindest gibt es heute um Mitternacht wieder Gehalt. Ach, ich fahre mal hier unten lang. Ist zwar nicht die feine englische Art, einfach abzukürzen, aber egal. Es ist meine Straße. So. Zehntausend, also haben wir dann 30.000. So, wo fahren wir den hin? Kann der am Schweinestall aufladen? Ich glaube ja. Ja, kann er. Okay. So, wir waren jetzt aber hier. Zieh. Juhu. Oh, jetzt. Alles klar. Wir haben wieder Gärreste. Ich denke mal, für ein oder zwei Felder wird das reichen. Damit können wir zumindest unsere Sprüher wieder auffüllen. Das werden wir demnächst machen, aber nicht mehr in dieser Folge. Denn ich würde sagen, ich fahre den jetzt hier nach Hause und dann machen wir morgen weiter. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag. Und see you later.